Sattel, Hallöchen und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen Folge City Skyline Sunset Harbor hier. Freut mich, dass du da eingeschaltet hast. Wir haben wieder einiges zu tun, da donnert der LKW durch unseren Schrottplatz hier, den wir letzte Folge gebaut haben. Der scheint euch ja ganz gut gefallen zu haben, oder dir gefallen zu haben, ne? Mir gefällt er auch ganz gut. Ich habe wieder ein paar neue Spielereien, ja. Das hier soll uns erstmal egal sein. Ich möchte jetzt erstmal zeigen, da schweben noch die Autos, die habe ich vergessen wegzumachen. Aber das ist nicht schlimm, ich möchte jetzt erstmal was zeigen hier, ja. Und zwar... In dieser Staffel hier werden wir das nicht machen. Ich habe noch ein paar neue Parkplätze, mit denen ich gerade rumprobiere. Das klappt noch nicht so, wie ich möchte. Was viel interessanter ist, ist das hier. Ich habe so ein River Network gefunden. Ja, in verschiedenen Größen. Von ganz klein nach ganz groß. Ich kann einfach mal zeigen. Hier so Breite 12, so sieht das dann aus. Dann kann man 16 dran machen. 20, man sieht schon so, das wird immer breiter. Ne? 24, 28, 32... Was ist hier hinten noch? 36, da lang, 40, 44 und so weiter und so fort. Ja, es wird halt immer breiter, ne? Dass man damit wirklich so einen richtig kleinen Flusslauf zaubern kann. Man kann das auch wirklich hier alles komplett verbiegen und, hast du nicht gesehen, so machen, wie man möchte, ja? Damit lässt sich bestimmt was Tolles zaubern. Wenn es nur ein klitzekleiner, dünner Bach ist, der irgendwie in der ländlichen Gegend an einer Kuhwiese oder was das ich vorbeiläuft. Sowas zum Beispiel. Das wäre bestimmt interessant. Aber wie gesagt, das ist nichts für heute. Das ist nichts für diese Staffel hier. Das werden wir mal in der neuen Staffel ausprobieren, wenn wir sie starten. Heute müssen wir erstmal hiergegen was tun. Ich habe keine Ahnung, warum die alle keine Arbeiter haben. Aber wenn die Arbeiter wollen, kriegen die Arbeiter. Machen wir gerne. Das hier muss mal weg irgendwo. Ich glaube, die halten ja eh hier an und fahren wieder um. Ne? Hier lassen wir frei. Da möchte ich was ganz Besonderes hinmachen. Hier werden wir heute arbeiten. Hier können wir einfach anschließen und weitermachen. So, dazu müssen wir das erstmal wieder alles glatt machen hier. Pinselgröße machen wir mal so. Und die Größe, das hier alles muss weg. Das wird jetzt wirklich so All-American, ja, Style. Schön mit den Wohnungen. Jetzt sagen wir, wie wir das machen. Am besten... Hauen wir hier wirklich mal die Schienen weg, die brauchen nicht drehen. Wir müssen nur dran denken, dass wir die mal weitermachen. So. Hätte das gerne hier. Machen wir das jetzt am besten. Weil wir dürfen nicht direkt daneben langlaufen. Also nicht direkt neben der Straße, weil da noch was hin muss. So, wie gesagt, hier möchte ich dann in einer der nächsten Folgen einen großen Containerbahnhof machen. Noch mit ein, zwei... Export-Import-Bahnhöfen halt vom normalen Spiel und dann selber ganz, ganz viele Schienen legen und so weiter, dass wir da einen richtig schönen Containerbahnhof haben. Aber kommt noch. So, jetzt müssen wir die hier erstmal weiterführen. Die Schienen schon mal, weil wir haben ja hier, ne? So. So, und dann einfach sagen wir mal so, dass sie bis hierhin so weiterführen. Dann können wir hier nämlich ansetzen und eine mittlere Straße reinpacken. So, so. Ja. Machen das jetzt einfach mal ganz normal mit dem Vanilla. Warum kann ich hier kein 90 Grad kriegen? Doch, so. So habe ich 90 Grad. Das eine ist kein 90 Grad, aber ist egal. Dann haben wir hier einen schönen Vanilla-Übergang. Eigentlich wieder Kreuzung, Kreuzung. Mehr als Kacke. Müssen wir gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Zur Not müssen wir halt einfach... einen so und so einen das tiefer legen und eine Brücke reinmachen, ja. So. Meine Güte. Echt schlimm. Das ist das eine. Das lassen wir jetzt mal so. Können wir das noch irgendwie hier verbinden? Das ist alles Autobahn, ne? Das ist Autobahn, das ist nicht. Was ist das hier eigentlich? Weiß kein Mensch, was das ist. Hell ist das. Sehr schön, das heißt, die hier, wenn wir hier, Häuser hinmachen, können die alle hier arbeiten gehen, ne? So war der Plan. Hier haben wir die normalen Straßen, weil die mir eigentlich nicht gefallen, ich hätte über die kleinen. Ja, die sollen eigentlich für einen Parkplatz sein, aber die passen halt so gut hier in dieses, Urbane, sage ich jetzt mal. Sehen mir auch zu normal aus, obwohl die Straßenlaternen haben, die sind von dem neuen hier. Hier hat man auch so Border, wenn ich das jetzt hier so dran mache, ja, kann man da an der Seite, genau wie beim anderen halt,
Parkplätze dran machen, aber das möchte ich nicht. Es gibt auch so Filler, aber irgendwie klappen die bei mir nicht. Das sieht komisch aus, falls was draufsetze. Naja, was soll's. Wir nehmen wieder die ganz normalen hinten. Wie gesagt, da muss ich erst noch ein bisschen... bis ich das hinkriege, so wie das sein soll. Und nicht so, wie es im Moment ist. Nehmen wir mal wieder die hier. Ja, einfach von hier aus dann weitergehen. Ja, mal so. Hier aus so, sagen wir mal so. 90 Grad. So, jetzt können wir hier machen. Genau. Rups, rups. So, hätten wir das schon mal so verbunden mit. Ja? Das wäre ja schon mal ganz gut. Ja? Kann man das Ganze gerade machen. Was ist hier wieder los? Durch, hier hoch. Geht das so, 90 Grad? Wo ist 90 Grad? Wäre so. Machen wir mal. Wird das nicht 100% alles gerade? Aber das ist in Ordnung. Das kann ruhig so bleiben. Das kann ruhig so bleiben. Ja, jetzt haben wir unseren kreativen Tag. Machen wir nochmal so. Nein, natürlich. Lass das. Dann kann das jetzt alles so bleiben. Ein rein. So. Und... so. Möglichst halt. So, und so, sauber. Das machen wir jetzt, pass auf. So, aber das hier lassen wir jetzt so. Und da bist du sogar wieder einen daneben. Hier passt es, jawohl. So, so, hier drin können wir noch machen. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder Lücken zwischen, aber das ist nicht schlimm. Das kann ruhig so bleiben, das passt. Das heißt, hier können Häuser rein. Hier können auch noch Häuser rein. Aber da machen wir das dann einfach. Gehen wir hier runter. Wir nehmen die Straße ein bisschen hin. Jetzt machen wir immer... so. Hier müssen wir das dann auch machen. Dann machen wir das von hier aus so. Machen wir mal so. Jetzt versuchen wir mal. Ich versuche das mal. Ich habe das noch nie gemacht, ja. Dass das hier wirklich auch gerade hinläuft so. Das hin. Machen wir mal bis hier hin. Das muss immer alles bis hier hin, ne? Ich hoffe es zumindest. Ja. Ja. Weil ich mir im Moment immer ein paar Tipps und Tricks-Videos und so angucke, ja? Dass das Ganze ein bisschen besser aussieht. So, das geht. Guck, jetzt ist das nämlich hier geschwungen, 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 ne? Ich glaube, das hier ist schon ein bisschen zu lang. Jetzt mal gucken. Wenn wir von hier aus rangehen, ist eins zu weit. Sagen wir mal so. Oh, guck, das hier ist schon zu lang. Ja, immer dann kaputte, nicht zu lang. Sagen wir mal so. Jetzt wieder hier. Hier schön die Kreuzung und so. Dann passt das auch. Und hier kann man jetzt einfach noch so einen hin. So. Und, naja. So, und da ist dann langsam Ende, weil hier halt, Schienen und so sind. Ne? Das hier können wir eigentlich auch mal wegmachen, das ist zu gefährlich. Jetzt könnten wir noch hingehen, das heißt, hier können überall Wohnungen rein. Hier könnten wir auch noch eine reinmachen. Eine, die einfach hier lang geht, so ganz normal. Ja, dann haben wir halt einen dazwischen. So. Oh, wäre viel so. Machen wir hier. So. So, und so, das kann man lassen. Ja, das kann man so lassen. Es ist zumindest schon mal nicht mehr vollkommen Schachbrett. Ja. Es ist schon ein bisschen was drin, das passt. Mal so eine Querstraße. Hier kommen nur Wohnungen hin. Ja, wirklich nur Wohnungen. Hier vorne müssen wir natürlich Platz lassen. Hier können wir so ein klein bisschen eine Einkaufsstraße machen. Da könnten wir dann wirklich... wie machen wir das am besten? Hiermit... die brauchen nicht da rein. Ne, wir haben die hier genommen, ne? Genommen, ja, ne? Oder? Ne, die haben wir nicht genommen. Wir haben die 2er genommen. Die hier haben wir genommen. So, und so. Jetzt hier lang. Nein. Hier lang. Hm. Ist aber lieber eher,
So und so. Und jetzt könnten wir hier in die Mitte wunderbar einen Parkplatz machen. Nämlich, weil Parkplätze müssen auch sein, ob wir wollen oder nicht. Passt der hier rein? War schon zu klein. So ein hier. Passt der hier rein? Der ist, glaube ich, zu groß. Ne? Lass mal gucken. Ja, der ist zu groß. Der ist zu groß. Dann nimm mal lieber die hier. So und so. Der passt wunderbar da rein. Sehr gut. Genau so wollte ich das. Bitte einmal hier, 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 das, das. Mal ein bisschen verschieben so. Oh, am besten müssten wir da mal gerade, wo ist die Straße? Where is the road? The road to nowhere. So, hier dran. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir brauchen ein Gebäude. Wir müssen mal gerade links und rechts was daneben stellen, wie eine Feuerwehr und so weiter. Nein, ein so. Ein so. Und jetzt können wir halt da oben das. Kann so bleiben. Danke. Das ist jetzt nur zum Testen. Die kommen gleich wieder weg, ne? Dass wir ungefähr die Maße haben, wo wir hin müssen. Das heißt, wir können jetzt die hier wieder ein bisschen wegschieben. So, noch länger machen. Ja, bis es anfängt, komisch auszusehen. Machen wir mal so. So können wir das machen. Das hier könnte man auch noch ein bisschen länger schieben. Den hier so ein bisschen dazwischen. So, passt das. Dann müssen da natürlich noch wieder unsere weißen Strichelchen drup. So, wo sind sie? Langsam wird es echt viel. Aufhören, die passen auch hier rein, ne? Alles klar. Nein, doch nicht da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war das? Drop, Deepball, irgendwie so. Beiden. Ein Building, ne? Ein Building ist das. Jawohl. Ja, kann ich. Sehr gut. Mal gucken, dass das passt. Komplett hier rein. Das ist immer die Kunst, ey. Wirklich. Lass nochmal komplett hier hin. So, sollte auch passen. Mal los und ran. Und das... Steuerung C, Steuerung V, hier nochmal hin. So. Vielleicht sollte man auch einfach hingehen und das Ganze hier wirklich zuerst legen und dann im Nachhinein einfach den Parkplatz dahin ziehen, wo man ihn braucht. Ich glaube, das wäre sogar noch ein bisschen einfacher. So, das ist jetzt nicht ganz gerade, aber das ist nicht schlimm, das sieht später keiner mehr. Heißt, jetzt kann auch wieder die weg. Kann weg. Die kann weg. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt machen wir als erstes mal hier Folgendes hin. Und zwar brauchen wir den Edepark. Auf jeden Fall. So, den Edepark. Meinen schönen Park, ne? Den ich selber designt habe. So. Müsst ihr mal schauen. Musst du mal schauen, ja? Ich meine, habt ihr ihn auch im Workshop veröffentlicht. Also wer ihn haben möchte, kann ihn einfach runterladen. Solltet ihr da nicht zu finden sein, schreibt es in die Kommentare hier. Dann muss ich den noch hochladen. Auf jeden Fall veröffentlichen. So, 3 Edeparks, 4 Edeparks, das sollte reichen. Hier erstmal ein... Genau, ein Gebiet machen so. Ups, das hier wird alles ein Gebiet. So. Voll machen. Ja gut. Hier noch ein bisschen mehr, können ruhig das hier noch mitnehmen so. Da hinten, das ist egal, da soll eh nichts gebaut werden. So, und jetzt muss ich gerade gucken. Kann man jetzt Parkhügel... Ja, Parkhügel sollen hier drin jetzt richtig vorgefertigter Stil. Und zwar Craftsman Homes. Nö, American Eclectic. Keine Ahnung. Denn davon habe ich neue Gebäude runtergeladen. Ist auch super für dich, wenn du das noch nicht kanntest. Einfach so ein Gebiet ausweisen und hier unten sind verschiedene Styles. Das heißt, wenn ich mir hier einen aussuche, ja, werden nur Häuser gebaut, die im Theme mit drin sind. Das heißt, da wächst nicht mehr alles kreuz und quer. Kannst du auch selber solche Themes zusammenstellen, zum Beispiel mit, was weiß ich, futuristische Zukunftshäuser oder sonst was, ja. Und das dann einstellen und dann wachsen nur diese Häuser. Dass das dann so aussieht, wie du das haben möchtest. Ist eigentlich sehr, sehr cool. So, 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 so. Überall Wasser hin, Strom haben wir ja genug, ne. Abwasser wird langsam auch wieder interessant, müssen wir bald auch schon wieder neu machen. Wahnsinn, wie viel wir kacken gehen. Unglaublich. So, jetzt brauchen wir gerade ein Fence hier für den Zugbetrieb. Frage ist nur welchen. Ja,
gerne. Old Farm Fence habe ich hier. Ich habe Riding Stable Fence. Nee. Das passt alles nicht so richtig. Network, das sieht scheiße aus. Das passt da null rein. Privacy Fence, nee. Weißt du was, wir nehmen den jetzt einfach hier. Oh, geht das so? Das geht so. Mal, machen wir mal so. Bam. Der passt zwar nicht wirklich hier hin, aber dann haben wir einen. So. Und dann noch bis hierhin so. Können wir mal gucken, dass wir den da dran kriegen. Haben wir so ein klein bisschen Detailarbeit geleistet. So. So. Jetzt noch so ein bisschen langziehen, dass er da dran ist. Dann passt das. Den hier hin. So. Dann kann man das Ganze auf der anderen Seite auch noch machen. Wobei da eh keiner ist. Aber trotzdem. Ein klein bisschen. Hier sollte es jetzt passen. Nur so dran. Hier noch was. So. Sehr schön. Super. So. Und den halt noch hier so. Eine Seite. Hier hinten lassen wir das jetzt erstmal. Ne? Andere Seite müssen wir das natürlich genauso machen. Heißt, von hier aus einfach bam, 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 bam. Daneben bitte. Hau mal hier hin. Hau mal hier hin. Hau mal da hin. Und hau mal hier vorne hin. So. Diese Networks mittlerweile, die werden irgendwie immer mehr und mehr, ja. Und ich muss sagen, ich liebe die. Im Gegensatz zu den normalen Zäunen, wo wir hier mal Einzelstücke setzen müssen. Oder mit dem Propline-Tool arbeiten. Einfach, weil du erstens weniger Props hast und weil es zweitens viel einfacher mit Move-It zusammen zu benutzen ist. Ja, muss ich sagen. Guck mal, wie viele einzelne Zaunstücke wir jetzt hier hätten setzen müssen. Das wären schon wieder, keine Ahnung, 100 Props gewesen. Und so haben wir vielleicht 15, 20 auf beiden Seiten zusammen, ja. Also, das ist schon in Ordnung. Spart jede Menge Props und geht einfach und schneller. So. Oh, und die sind echt toll. So, und das sieht da direkt viel, viel besser aus, ne? Sieht direkt viel, viel besser aus. Können wir hier vielleicht noch ein paar Rocks reinsetzen? So, ich sagte Rock. River Rocks, jetzt hat er. Genau, wenn wir die jetzt hier so, das sind wieder so Monster-Dinger. Ne? Das macht aber nichts. Wir setzen jetzt mal. Genau, alles klar. Also nicht wundern, die kommen gleich, ne? Sind die wieder ganz verschwunden. Wir machen mal so zwei rein. Werden jetzt wieder einfach versenkt. Ich hoffe, das geht jetzt wieder. Und ja, die gehen. Also die tut da nicht ganz hochploppen. Dann ist ja gut. Gott sei Dank. Der hier kann auch so dahin. Dann haben wir da zwei. Jetzt können wir hingehen und Folgendes machen. Wir brauchen Gewerbe, und zwar flaches. Kannst du hier alles voll machen und hier noch so ein bisschen dran. Auf den Kanten hier auch. So. So, wir brauchen hier eine Schule. Grundschule ist in Ordnung. Kommt direkt neben meinen Park. Dazu kann jetzt eigentlich noch so eine Turnhalle, ne? Okay, komm, wir machen die mal weg hier. Kommt weg. Ja, wir machen mal hier die SimCity 4. Grundschule. Was hat man sonst noch? Das ist jetzt schon alles Uni und so. Naja, guck, Berufsschule schmeißt mich weg. Interessiert gerade keinen. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch eine Polizei. Okay. Und Polizeistation. Nehmen lieber eine kleine. So, eine Feuerwehr brauchen wir hier. Wir brauchen natürlich auch noch einen Arzt, auf jeden Fall. Er kann hier neben. So, was haben wir hier jetzt noch? Dann, Turn- und Fitnesshalle, die kommt auf die andere Seite vom Park. Hier. Für die Schüler, da geht's zum Sport. Das ist die Charité, die haben wir schon. Yoga-Garten, nein, da hinten haben wir mehr als genug. So, und jetzt können wir einfach hingehen. Und hier mit dem Pinsel. Alles grün. Grün, nicht blau. Oh Gott. Weg. So, grün. Miau. Alles bitte grün. Nicht wundern, da gibt es mehrere verschiedene Level, ja. Also, das sieht dann wirklich aus, als würden hier gerade Häuser gebaut und so. Mal gucken, wie schnell die aufsteigen. So, lassen wir erstmal hier drin das alles so. Und dann gucken wir mal, wie es draußen rum aussieht. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt dann, wie das Ganze aussieht. Und das machen wir noch. Während das da wächst, können wir das hier auch noch alles grün machen.
Ja, schön, das hier noch. Es ist gar nicht, was für einen Platz die brauchen. Aber da, wo nichts wächst, da wird dann halt grün gemacht. Fertig. So einfach ist das. Kann man das auch machen hier alles. Es ist ehrlich gesagt nicht, ob das schneller geht oder einfach mit dem Quadrat ziehen. Aber ja, hier könnten wir eigentlich mit dem Quadrat ziehen, weil... Wohl, haben wir gut hingekriegt. Weg, die müssen weg. Das lassen wir erstmal noch frei. Hier haben wir noch Dreier. So, und das noch. Das lassen wir mal frei. Hier neben kannst du noch wohnen. So. Machen wir das mal hier so. Das geht schneller. Hinten hin. Weil Maus ist ja wieder ganz, ne? Haben wir ja eine neue, Gott sei Dank. Können wir das auch gerade so ziehen. Miau. Das hier. Das hier, hier außen. Die können auch noch alle gezogen werden. Die hier auch. So, das. Das. Die hier. Das hier kannst du zuziehen. Wir können weg. So, haben wir das auch alles. Jetzt machen wir das mal aus und gucken, wie das aussieht. Siehst du, die fangen hier überall. Das sieht wirklich aus wie eine Neubausiedlung, ne? Das meine ich. Guck, der ist jetzt Stufe 1. Der muss jetzt erstmal Stück für Stück aufsteigen, bis der dann wirklich, ja, ein richtiges Haus hat. Also, das zum Beispiel finde ich sehr geil an diesem Eklektik. Eklektik, glaube ich, ja. So, sieht aus wie eine Baustelle, ja. Ist jetzt wirklich Neubaugebiet. So, machen hier so. Neubaugebiet. Strom, Wasser. So. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Während die hier neu bauen, ja, können wir dann hingehen mit unserer Brush. Machen die mal wieder ein bisschen größer. So. Wieder was schneller hier. So. Alles voll machen. So, dass das auch was schöner aussieht. Sondern nur was kleiner machen. Für die Lücken hier. Ich hoffe es zumindest. Oder zählt das auch als das? Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Das ist die Straße, das ist die Landstraße. Jetzt können wir gucken hier in den Zwischendingern. Da ist noch was Platz. Hier. Da können wir das überall machen. Hier kann auch noch was grün rein. So. Haben die Kinder was zum Spielen. Ja. Ja, hier kann was grün rein, dass das was schöner aussieht. Da auch. Dann können wir das hier auch alles grün machen. Dann muss da gar keine Gebäude hin. Es muss ja nicht immer alles voll mit Häusern sein an den Straßen. So, und ich hoffe, dass die hier jetzt alle hier hinten arbeiten gehen. Das war der Plan. Ob die das machen, ist eine andere Frage. So, wir können jetzt mal hingehen und, welche waren das? Die hier, ne? Gib mir einfach den hier. Einen hier, danke. Können wir das hier bei dem auch mal wieder machen? Dass das ordentlicher aussieht. So, immer was drehen. Geht das? Ja, das geht. Bäbbüm. Badam, bam, bam. So, neuerdings macht er hier immer so Ecken rein. Ich weiß nicht warum, aber... Okay. Naja, was soll's. Was soll's. Es liegt bestimmt daran, dass ich nebenher schon immer mal so ein bisschen gucke und Sachen, die mir gefallen, tue ich dann direkt abonnieren für die andere Staffel halt, ne? Oder für die nachfolgende Staffel. Gucken, was wir da so machen. Beziehungsweise ich habe schon eine grobe Vorstellung. Wird auf jeden Fall, das hier ist jetzt auch nicht so hell wie am Anfang mit diesem Miami-Thema da, wo alles wirklich Sandstrand und toll und ui war, ne? Es wird eher dunkler, sage ich jetzt mal, ne? Also, passend zur Jahreszeit, die dann bald wieder kommt. Kein Sommer, sondern etwas anderes. So. Mal gucken, ob ich die habe. Stimmt. Wenn ich dir jetzt diese Bäume zeige, weißt du warum? Gibt's auch in grün. Also, das ist der Wink mit dem Zaunpfahl. Darum wird's thematisch in der nächsten Staffel gehen. So. Machen wir mal alle hier drüber, weil da macht er irgendwie nichts drauf. Bei den anderen Steinen, lustigerweise, ja, lustigerweise bei den anderen Steinen macht er das nicht. Da macht er alles über die Steine. Ich weiß nicht warum, aber naja, wenn es ihm gefällt, bitteschön. So, was hier los ist, wir machen hier auf jeden Fall mal die Ampel gerade weg. Ist weg. Hier sollte eigentlich noch nichts los sein, weil ihr wartet, die haben Vorfahrt. Bitteschön. Weil hier eh noch kein Zug lang fährt. Ah, oh, das sieht toll aus mit dem Zaun. Das sieht echt toll aus. Fällt mir. Können wir jetzt noch ein bisschen Gras hinmachen und so, aber wir wollen es nicht übertreiben. So,
So, die Frage ist, wachsen die Häuser hier oder brauchen die wieder noch mehr? Bilden sie mehr Bürger, um den Stufenaufstieg von Gebäuden zu ermöglichen? Sorgen sie dafür, dass ihre Bildungseinrichtung alle potenziellen bla bla bla. Okay, das heißt, die werden hier nicht weiter wachsen, bevor wir nicht auch eine Oberschule und so bauen, ne? Guck, wir wollen eine Oberschule. Mann, Mann, Mann. Eine Uni wäre hier, glaube ich, übertrieben. So, man sieht's. Ding, 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 ding. Hier, da ist schon das erste Haus, das Richtige, ne? So. Und nicht wundern, das ist jetzt extrem hell durch den Sand, ja? Sand. So. Wunderbar. Die sind schon alle am Einziehen hier, wie die Blöden. Guck dir das mal an, hier alles. Ach du Scheiße, die wollen alle von hier aus dahin, ne? Weißt du, was wir machen? Pass auf, wir machen hier einen kleinen Kreisverkehr hin. Und noch einen, ne? Sollte, glaube ich, schneller gehen. Wo ist er denn jetzt? Hier ist die Autobahn. Was sind die Kreisverkehre? Was haben wir hier? Ein Dreieck? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Meinst du, ein kleiner reicht? Großer Kreisverkehr? Mach mal einen großen Kreisverkehr so da dran. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Alles klar. Jetzt können wir nämlich von hier aus. So. Aus so und. So rausmachen. Ja? Andere müssen dann auch da raus. Das ist das Problem. Alle, die nur von hier kommen. Kommen ja viele von hier. Das sind die hier, ne? Müssen ja auch noch alle da rauskommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jeder hat was zu tun. Jeder hat was zu tun. Mal schauen, wie lange das dauert, bis ich das hinkriege. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren und Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Ja, Ede.